da arbeitet? Oder aus Düsseldorf? Seid ihr denn Amis oder Deutsche? Ich bin gerade bei den Amis. Lady auch, okay. Lady auch. Jetzt nehme ich aber die Rifleman, jetzt reizt mir. Springfield oder Garand? Garand. Ich liebe diesen Klang. Es gibt Panzer auf der Karte? Gepanzerte Es gibt Kettenfahrzeuge? diese Schützenpanzer-Fahrzeuge, genau. Kettenfahrzeuge, wow, geil. Weißt du, wenn ich immer das sehe, diese gepanzerten Fahrzeuge der Deutschen, diese Kettenfahrzeuge, die habe ich sofort Bock auf Company of Heroes. Ohne Scheiß, wenn ich sowas sehe, direkt Bock drauf. Weil die nutzt man ja Oh da. ja. Ich habe mir überlegt, irgendwann mal auch mal Company of Heroes auf meinen Kanal zu holen oder das mal zu streamen mit Lady oder so. Dass wir das mal so zwei Anfänger mal das spielen oder so. Was? Ja, ich hab ja den ersten Teil rauf und runter gespielt mit Ja? der Blitzkrieg und der Ostfront-Mod, ja. Genau, das habe ich damals auch gespielt. Immer schön. Blitzkrieg-Mod und COH2 habe ich eigentlich. Ja? Ich hab damals. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich hab damals Silvester 2012 oder 13? 13 oder 12, von beiden war es jedenfalls. Da hab ich damals mit meinem Kumpel gefeiert und wir waren halt daheim. Die Party, wo wir hin Ja. wollten, wurde abgesagt wegen Krankheiten und sowas. Immer erkettet worden ist, der Partybetreiber. Und er hat gesagt: Komm, dann spielen wir jetzt einfach die Ostfront-Mod bis eben 0 Uhr. Also kurz davor, dass man halt dann runtergehen können und gucken können wegen Feuerwerk. Das Geile ist, wir haben da, glaube ich, 18 Uhr gestartet und waren 20:30 Uhr waren wir fertig. Das heißt, innerhalb von ein paar Stunden haben wir die Map beendet. Und wir haben gegeneinander gespielt. Das war das Coole. Weil wir wussten halt nicht, was die Ostfront-Mod konnte. Ich habe nur gehört, die kann einiges, aber ich wusste nicht, was genau. Und haben eben gesagt, Ja. okay, er nimmt die Amerikaner und ich nehme die Deutschen. Und dann, wo ich entdeckt habe, Mensch, man kann eine Flak 88 bauen, habe ich einfach mindestens 2 Stunden dabei verbracht, Ressourcen zu sammeln. Und dann am Ende, ja, die ganze Zeit nur Flaks hinzubauen. Es ging am Ende so weit, dass er mit seinen ganzen Sherman-Panzer gekommen ist und die Flaks haben einfach von allen Seiten gefeuert. Es waren vielleicht so 10, 15 Stück. Ja. Der hat der Panzer geschossen und 3 Flaks haben auf ihn geschossen, dann war er kaputt. Das war cool. Das ist echt ein Ich cooles habe immer am Spiel. liebsten den Blitzkrieg-Mod gespielt, weil ich fand den einfach am realistischen und Nein, am habe ich weniger gespielt. beeindruckendsten. Aber Company of Heroes 2 muss ich immer spielen. Ich hab's schon. Das hat mir mal jemand geschenkt vor ein paar Monaten, aber. Bin noch nicht dazu gekommen, das mal zu spielen, also 10 Minuten lang. Das war Einstellen der Grafik und dann habe ich gesehen, es ruckelt und dann Also, wenn du es einzeln gespielt hast, wirst du eigentlich ein bisschen enttäuscht davon sein. habe ich ausgemacht. Echt? Ach, Mann. Ja. Gebiet hat gespoilert. Gut, der hat gespoilert. Ich fühle mich so fixfertig, wenn ich mal bin. Der Hat King sie gespoilert. 2070, was? Ja, du spoilerst halt viel. King 2070 war auch in Paris. Und er hat gesagt, es gab noch nie so viel, er hat noch nie so viele Obdachlose gesehen. Ja, Mensch, das ist nicht gut. Da ist das Glück, in Deutschland zu leben, was du da Support kriegst, in dem Sinne. Es muss ja keiner auf der Straße leben. Quasi eigentlich. Ich habe gerade einen Entwickler von Heroes of Rust an. What? Er hat geschrieben, apparently your server has been throwing massive fits. Was immer das heißen soll, wahrscheinlich Performance-Probleme? Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Was sind denn massive fits? Keine Ahnung. Wie viele Leute sind überhaupt auf dem Server Übrigens mein drauf? Englisch auch nicht. Hasn't been working Moment. properly. Ah, okay. 32 Mann hast du auf dem Server. 32? Zweiunddreißig. Kann man nicht sein, das sind viel weniger. Viel, viel weniger sind das. Ich Also glaube mal. dann mit den 32 werden halt auch die angezeigt, die es noch downloaden, etc. Ach Bin auch mal so. mit Oh drin lol, verpasst. das dauert natürlich Ewigkeiten. Da habe ich keinen, wie hat das gut der gesagt? Nee, Utzma hat es, glaube ich, gesagt. Da brauche ich so ein Sharings. Wie hieß das Ding? Irgend so einen ganz komischen Server brauche ich da. Den ihr gemietet habt von Franzosen. Sharing-Server. Genau. Redirect-Server. Genau, das war's. Ja. Ja, das ist das Problem in der Mod-Start, weißt du? Die Versionen sind unterschiedlich und bla und alles hier und bla. Ah, okay, er sagt, es gibt. Okay, vielleicht kommt er erstmal ganz kurz in den Stream-Chat rein, weil das ist leichter für mich da zu spielen und zu gucken und zu lesen. Ja. Erst immer Steam, ja. Hat gemeint, es gibt Probleme. Game Tracker sagt zum Beispiel, dass ich 0 von 64 Spielen auf den Servern hätte. Und Steam sagt 22, wobei das kommt wieder hin mit Steam.
Aber Game Tracker sagt halt, dass mein Server einfach voll im Arsch gerade ist. Ja, wahrscheinlich, weil 1000 Leute gerade die Mod runterladen nebenbei auf dem Server. Das kann auch sein. Ich kenne die Karte halt mal null. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ach! Das ist die Karte, warte mal. Lol. Okay, er kommt doch nicht, er ist gerade auf dem Handy unterwegs. Ja, Captain Virus, das ist das Problem, das haben wir ja gerade gesagt. Da bräuchte ich einen Redirect-Server, der die Daten von meinem Server verfügbar stellt, dass die Leute das schnell runterladen. So, ich guck gerade auf die Uhr, die Karte geht noch 25 Minuten. Ich würde sagen, das wäre auch die letzte Karte für heute, weil so wie es ausschaut, ist der Event an sich, das Event an sich eigentlich ganz cool, aber es gibt halt viele Probleme. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn wir sowas planen sollten, gibt es halt dann keine Mod mehr. Erstmal. Dann müssen wir das mal gucken, dass es so fit geht. Dass es einigermaßen geht. Aber das würde dann bei den NODs stattfinden auf dem Server. Weil der Server an sich soll ja erstmal Heroes the Rest bleiben. Okay, gut, Darion. Ja, genau, also wir sind da ja bleiben. Oh shit, da, ich will nicht schreiben, ich möchte hinlegen. Leg dich doch hin. Da ist ein Kettenfahrzeug von mir. Ich hasse dich. Ich hasse Tom. Gibt ein Virus eigentlich auf dem Spiel jetzt drauf? Ich weiß nicht. Gibt ein Virus, ist der hier? Oh, ich hab keine Ahnung. Ja, das ist. Das ist halt doof. Das ist ja dumm mit dem Mod, weißt du, wenn da unterschiedliche Versionen sind, der Server nicht richtig funktioniert, das ist halt alles scheiße. Immer vor allem immer dann für alle Beteiligten einen Haufen Arbeit, dann die richtige Version mal zusammenzusuchen, etc. Ja, das ist echt mega. Da müssen wir ein bisschen warten auf die nächste Version am besten. Vielleicht stelle ich bis dann auch die Mod erstmal zurück und mach doch irgendwie normal. Aber falls wir das Event nochmal machen sollten, was ich denke, weil ich denke mal, das Feedback ist ganz okay, auch wenn die meisten eher nicht von meinem Kanal auskommen. Was mich sehr wundert, was mich auch ein bisschen traurig macht, ehrlich gesagt. Weil eigentlich habe ich gerade für die das gemacht, weil viele sich das gewünscht haben, echt wirklich sehr, sehr viele. Aber ja. Star Wars oder Schlag den Rab, keine Ahnung. Eins von beiden. Aber ich denke mal, wir werden sowas weiterführen. Wahrscheinlich das nächste wird wahrscheinlich dann im Februar sein. Oder Januar, ich weiß noch nicht. Dann entweder mit der Create War Map oder eben mit normal Red Orchestra auf dem NOD-Server. Create War Map, denke ich aber auch mal, wäre eine schöne Sache. Mal was Ausgefallenes zu machen. Ciao, Luca. Viel Spaß bei League Dangerous. Alter, ich... Weißt du, die sagen mir, ich soll... Wo sind die Combat Area? Wo sind die? Ach, dahin? Ah, ich schaff's auch nicht mehr raus. Ich war auf der falschen Linie und das scheiß Kettenfahrzeug steht vor mir. Gibt's denn einen anderen? Nee, gibt's keinen Panzerschütze mehr. Panzerabwehrschütze. The fuck? Was ist denn hier passiert? Okay, das war ein geiler Bug. Ist man gerade geplatzt und dann auf einmal war der wieder da. Ach nee, waren andere Spiele. Okay, ich hab nichts gesagt. Also, was ich eigentlich sagen wollte, nach der Karte hier, die 30 Minuten, die jetzt noch sind, haben wir dann den Rainbow Six Key raus. Und dann machen wir auch Schluss, weil bringt ja nichts, wenn die Leute nur Probleme haben und dann nicht draufkommen können. Ist ja auch doof. Muss ja nicht sein. Müssen wir halt beim nächsten Mal anders machen. Aber fürs erste Event war es ja ganz okay, denke ich mal. Geht gut, Darian. Genau, man lernt ja aus solchen Sachen immer und ja, alles nächstes Mal auch besser. Zumal ich ja der Einzige bin, der den Server leitet und administriert und alles macht. Kann ich auch jemanden mal suchen, der das für dich erledigt. Das wäre sehr schön. Sache. Ja, ich habe ja schon Lemonator und der das ja hier. Der eigentlich der Server-Administrator von den ganzen Heroes of the West Servern ist. Ich habe mir auch geholfen, das zu installieren. Dann hat er gesagt, da funktioniert bei mir irgendwas anscheinend nicht richtig. Das ist ja der gute Lemon gewesen. Einer von wenigen Entwicklern. Sehr wenigen. Ich habe ja nur, wenn man diese Maps erstellt. Also der eine ist ja mal bei diesem SDK-Spielversion drin, Asteroid Orchestra SDK-Map. Editor-Kram. Ich frage mich, wie lange man braucht, um sowas zu bauen hier. Hast du da Erfahrung, Guderian? Ich habe einmal damit angefangen, aber
bei mir ging es nicht drüber hinaus auf ein 20 Quadratmeter Feld mit zwei Spawns drüber hinweg. Mehr habe ich bisher nicht geschafft. Ja, immerhin. Ein Haufen Arbeit, sich mal da wirklich damit auseinanderzusetzen. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist das Kettenfahrzeug, okay. Und da ist ein deutscher Soldat irgendwo dazwischen. Houdini hat sich für Orchestra eine Insurgency gekauft, Mensch! Cool! Wunderbar! Hat das gekostet, Houdini, also Red Orchestra? Und sind eigentlich auch noch die Leute im Stream drin, die eigentlich Rainbow Six noch gewinnen wollten? Nicht, dass die weg sind jetzt alle. Oh, ich denke schon. Aber nicht, schenke ich es einfach mir selber doch mal. Mach ich mir noch einen Ubisoft-Account. Ein zweiter Account. Ja, mein zweiter Account. Fuck. 16 Euro, ja gut, das ist Normalpreis. Ich hoffe, du hast die richtige Version gekauft mit Rising Storm und Stuff. Nicht, dass du beide einzeln kaufen musst. Ansonsten hast du kann die Demo. Kann man einzeln kaufen? Na, stimmt, ja, das geht ja noch. Ja. Die kleine Farmer Max Zilla und Pete Castle sind alle noch da. Es scheint so, dass wenn nur drei Leute, die das haben wollen, na, ist so gut, dann ist es halt 3 zu 3. Kleine Chance. Shit. Fucking Fahrzeug. Das Geile war ja, ich habe ja vorweg gesagt, dass man es gewinnen kann im Video und auch so in der Gruppe. Ja? Hab ja angeschrieben, dass er eh keine Chance hat, weil da wahrscheinlich so viele sein werden, die das haben wollen. Aber es sind ja nur 3. Also er hätte eigentlich eine gute Chance gehabt. Das tut mir natürlich leid für denjenigen. Hat er seine Chance vertan? Modini meint, das ist ein Bundle. Also war es Rising Storm noch. Alles gut. Beide auch mit Heroes of the West. Kostenlos. Ach, Mohun ist auch noch einer, der Rainbow Six haben möchte. Okay. Das ist dann auf Chance 1 zu 4. Ja, 4 Leute. Das ist ja sogar noch recht überschaubar alles. No. Wie gesagt, das läuft dann über wie heißt der? Der Twitch Giveaway Plugin Shit von Google Chrome ab. Ja, Houdini, ich kann dir gerne das Spiel erklären. Ich würde eben mal irgendwann mal anfangen, eine Anfänger-Tutorial-Reihe zu machen, wie man Red Orchestra was macht. Aber ja, ich hab öfters Kommentare, wo welche sagen, die kommen in der Steuerung nicht klar, aber das eigentlich doch nur laufen und so ist. Also. Weiß auch nicht, also. Jetzt und die Panzer, das Panzer-Tutorial wollte ich auch noch machen mit dem Typen aus Gotha und dem Clan da. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Der Leutnant Geb, ja, ich genau, kann... genau, den meinte ich. Aber soll ich nachher das. Ich weiß ja. Nicht, ich überleg gerade, ob ich nachher dieses Giveaway-Ding da einblenden soll, damit die Leute wissen, wie das abläuft. Ob ich das einfach aufscreen mache, das weiß ich noch nicht. Also, dir, was dir halt lieber ist. Ja, eigentlich ohne, weil da muss ich das alles einbinden und anzeigen, das ist anstrengend. Ich kann es aber erklären, wie es im Endeffekt läuft, wenn du das Plugin nicht kennst. Das ist eigentlich insofern ganz easy, weil ich sag dann in dem Programm, ihr müsst ein bestimmtes Wort eingeben, also quasi zum Beispiel ein Herz für Lady oder so ein Blödsinn. Dann wird es getrackt. Ihr kommt dann in diesen kleinen Topf rein und dann kann ich sagen, okay, nach ein paar Minuten drücke ich auf den Knopf drauf und dann schaffe der durch, sucht sich eine random Zahl aus und dann derjenige, der eben diese Zahl hat, hat dann eben das gewonnen. So einfach ist das. Hallo Oreo-Fernseher. Mensch, du kommst wieder zu spät. Du kommst jedes Mal, wenn der Stream fast vorbei ist. Irgendwie so eine Art. Oreo-Fernseher, auch an dich ja die Nachricht. Ich verlose in ein paar Minuten, 17 Minuten Rainbow Six Siege. Falls du das Spiel haben willst, noch nicht hast oder schon hast, dann sag Bescheid. Da hätten wir noch einen 5. Lady schwimmt an. Nee, Lady ist nicht. Ist Lady auch noch da? Die ist bei mir auch ganz unten. Gut, Darren, du bist nicht mal Erster. Schäm dich. Ja, die Runde ist nicht so meins bisher. Die Karte ist ein bisschen unübersichtlich. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich weiß nicht, von wo die Gegner kommen, weil irgendwie kommen die gefühlt von überall. Und ich kann ihn zu 241 Meter wurde ich einfach erwischt. Ah, jetzt sehe ich ihn.
Ha! Deine Mündung war dich verraten, wenn man das war. Dumpfires war's. Kommt ein paar Männer auf den Server. Ah, Washi LP, hallöchen. Hab ich auch zum ersten Mal gelesen. Wie man gewünscht mitteilen kann, ganz einfach. Ihr gebt dann einfach, wenn ich sage, ein Wort ein, was ich euch dann ja vorgebe. Das Wort wird dann getrackt, also praktisch, ja, wer das Wort eingibt, der wird dann praktisch in diesen Topf reingeworfen. Und dann wird das halt per Random, per Knopfdruck ausgesucht und wer die Zahl eben erwischt hat, der kriegt halt das Spiel. Wenn ich kann es mal einblenden, dann ist es, glaube ich, leichter zu erklären. Wow, die Runde ist vorbei. Okay, dann müssen wir die Runde machen danach. Sonst kommen wir nicht auf die 2 Stunden. Ah, 12 Minuten noch, also. Hallo, Scarrow. Guck mal, noch ein neuer. Die kommen jetzt alle nach hier. Wahrscheinlich ist gerade Pause bei Schlag der Raab oder Star Wars ist vorbei, ich weiß es nicht. Also ich erkläre es nachher nochmal und zeig's euch dann auch, wie das abläuft. Das ist eigentlich ein Programm, das eigentlich kennt ja nicht jeder, glaube ich, der streamt. Skalos fragt gerade, oder Skellios fragt gerade, wie dick ist denn die Panzerung der Halbkettenfahrzeuge? Gut, Darian, sag mal. Du kennst dich daraus. Das auswendig weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, das war irgendwo zwischen 50 bis 20 mm sind die nur gepanzert, die Halbkettenfahrzeuge. Das heißt, du brauchst trotzdem eine Panzerwehrkanone. Genau, also mit dem Gewehr schießt du da nicht durch. Das ist doof. So, diesmal gucke ich auch mal ein bisschen, dass ich was spielen kann hier. Eine Sprengler und der Motor raucht nur leicht, wie man jetzt dachte. Keine Ahnung. Aber die Kettenfahrzeuge gab es doch vorher auch schon, oder? Oder sind die auch mit der Mod gekommen? Nee, die gibt's doch bei Red Orchestra. Echt? Wurden doch jetzt 2014 eingeführt auf bestimmten Karten. Auf Arad ist es. Rakowitz sind die doch, oder? Noch. Rakowitz, Arad gibt's die Dinger, dann gibt's die noch auf. Gibt's noch? Baraschka gibt's die noch. Guck mal, kleiner Farmer sagt, der SDKVZ, wahrscheinlich heißt das Schützen, irgendwann Kraftfahrzeug. Ja, ja. Hat. 8 bis 12, ja, Sonderkraftfahrzeug. 12 bis 8 bis 12 mm. Ja, du durchschlägst sie mit der Panzerbüchse, durchschlägst du die Dinger hin. Ja, du hast sie ja nicht mal hier im Spiel. Auf den Amis, auf der Ami-Seite. Die Amis haben, sollten das Ding von den Russen aber haben, diesen Ford. Ist das nicht die gleiche? Ist das nicht die gleiche Waffe? Ich glaube, ich bin da ein bisschen Combat of Heroes, so ein bisschen, um wieder reinzukommen. Ich hab irgendwie Bock drauf. Immer wenn ich Kindenfahrzeuge sehe und höre, muss ich das Spiel spielen. Das ist genauso wie damals, wo ich City Skylines gespielt habe. Immer wenn ich mit meinen Freunden rumgefahren bin und hab gesehen, dass Stau und so scheiße, hab ich gedacht, boah, jetzt muss das City Skylines spielen. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass der Verkehrsfluss so scheiße war. Das ist irgendwie echt dumm, wenn man drüber nachdenkt. Hockst im Auto und sagst aber nicht, hol den Laptop raus und spielst City Skylines. Ah ja, damals noch Zeiten mit dem Laptop. Ja, ne, ich hab ja heute einfach. Das hab ich gar nicht mehr. Ich hab ja ein MacBook. Ich hab da mal Red Orchestra versucht zu installieren. Das ist das einzige Spiel, das nicht funktioniert. Ja. Ich weiß nicht warum. Aber Hauptsache Arc geht und so eine Scheiße. Dich unterstützt wahrscheinlich. Ne, es ruckelt einfach nur übel. Aber Hauptsache Arc kann ich spielen, ne? Arc geht? Ja, Arc geht wirklich. Zwar auf niedrig, aber es geht. Aber Red Orchestra ruckelt einfach krass. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es echt nicht unterstützt. Weil es lief ja auch über die VM. Ja. Weil es ja nicht Mac-kompatibel, ja. Musste über die VM laufen. Über Parallels. Und shit. Ah, daran könnte es wahrscheinlich auch gelegen haben. Ja, stimmt schon. Ich muss Mac eh nochmal neu machen demnächst. Ihr macht ein MacBook neu? Ja, mach ich. Ich weiß, man muss das eigentlich nicht neu machen, weil es gibt keinen Grund dazu, aber ich mach's trotzdem öfters mal. Gerade wenn du in der IT-Branche arbeitest wie ich und ich muss jedes Mal auf dem MacBook irgendeinen Scheiß installieren und testen, dass man das ganze System zerstört. Das ist echt mies. Und kleiner Farmer, ich spiele nachher den zweiten Teil, den ersten habe ich nicht installiert. Und nicht runtergeladen bei Steam. Ich glaube, ich habe das Spiel, glaube ich, aufgehört zu spielen, seitdem das rauskam, dass Steam das dann bei Steam alles läuft. Gab es doch mal da vor ein paar Jahren diese Meldung, da Comedy Heroes wurde abgeschaltet und läuft ab sofort nur bei Steam. Das heißt, man musste das Spiel deinstallieren und bei Steam neu runterladen. Und dann habe ich gesagt, nee, mach ich nicht mit. Kein Bock mehr. Das glaube ich, das letzte Mal, wo ich das Spiel gespielt habe. So wirklich intensiv.
Einmal gucken, ob ich da Videos mache dazu. Weil eigentlich ist es cool. Wenn ich da mit Lady das spiele, das ist eigentlich ganz witzig, glaube ich. Oh ja, ich sehe schon, es gibt doch minimale Lags bei mir. Ich habe gerade dem Mick einen Headshot gegeben, aber der Ton kam erst gefühlt eine Sekunde später. Obwohl der Typ halt. Okay, gut, du siehst das ja, was neben mir. Ja, auf der Flussseite, auf der anderen Flussseite. Oh shit, überfährt mich. Ja, der will mich auch überfahren. Er fährt über die Wand, das Scheiße, er ist gestiegen. Skalus sagt, ich springe und mach den nicht kaputt. Ja, so war es. Vielleicht sind die Fahrzeuge extra gebaut worden. Müssen nicht kaputt gehen. Lady steht am Spawn rum. Lady macht nichts mehr. Warum? Was ist da los? Mr. Griss macht auch nichts. Liegt einfach rum. Da sind viele der AFK gerade. Wow! Sie haben mich umgebracht. Okay. Wow, sie haben umgebracht. Guck, ich aussehe. Ich guck so, ob ich. Ist egal. Ich kann mal Screenshot machen. Oh Mann. Wie viele Punkte haben die schon eingenommen, die Deutschen hier? Noch gar keinen, oder? Nee. Doch einen haben sie eingenommen. Bisher noch keinen. Doch einen haben sie eingenommen. C haben sie eingenommen. Verdammt. Ein kleiner Farmer schreibt Soviet Industry Tactic. Okay. Ist das eine Doktrin, die man auswählen kann? Ja, Doktrin bei COH2. Da hast du, glaub ich, die KW-2 Panzer. Okay. Ich hab's Kennfahrzeug, kann ich einsteigen? Nein, ich kann nicht einsteigen. Finde ich schade, dass du die da nicht vom Feind über benutzen kannst. Postboot, Pete, was versteht ihr? Postboot, Spat, Borde, Bat. Will das Ding hochsprengen jetzt? Postboot, der Pat. Ja. Ich glaube, das ist sowas Gellius, glaube ich, oder? Was meinst du? Was ist das? Ich glaube, das ist Gellius. Der hat mich gerade mal gesprengt und versucht, das Ding hochzujagen. Und es ist verschwunden. Es explodiert und ja, verschwunden. Die Dinger, die spot nach einer Zeit. Also. Wer weiß. Ja, es hat noch viel Arbeit in der Mod, aber. Es ist spürbar. Aber auch bei normal, bei RO, die spotten die auch nach einer Zeit. Ach so. Das ist einfach so eingestellt. Dass sie nicht einfach, weil die kommen ja wieder immer wieder in den Spawn, kommen der neue. Ja, deswegen catchen das nächste wieder rum hier. Ja, diese Fahrzeuge. Ich will aber unbedingt irgendwann mal auch mal wieder hier auf YouTube den ersten Teil bringen, Darkest Hour. Und sowas. Gibt's auch immer ab und zu, also es gibt immer sogar Nightfighter, also das wird extra von der Community veranstaltet. Okay. Treffen sich einmal, ich glaube immer freitags ist es bei denen so, dass sie sich dort einmal treffen. Ja, Freitag ist schlecht für mich, ich bin das Wochenende meistens nicht da. Außer heute. Ich weiß auch nur, das letzte Mal, was wir gemacht haben, war mit Lady und Blue Drag. Da haben wir gefragt, ob wir mitmachen können, und hat gesagt, jo, kommt rein. Da haben wir Panzerfahrer gespielt. Lady war auf dem Panzer drauf, auf dem. Was, ein deutscher Panzer? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, nee, wir waren auf. Sie war auf dem Schirm. Sherman Panzer. Genau, wir waren auf dem Sherman Panzer. Genau, ich war Schütze, Blue Drag ist gefahren und Lady saß hinten, hat gekotzt die ganze Zeit. Als Animation, das war echt lustig. Sie musste dann absteigen, hat immer die Flaggen angenommen, während wir sie versucht haben zu verteidigen. Ja. Hat ganz gut geklappt eigentlich. Auch wenn du mit Blue Dragon mit dem spielst, das ist echt anders. Der schreit die ganze Zeit rum und versucht wirklich so. Der tut dann wirklich so immer die ganze Zeit in seinen Videos, ob er wirklich drin ist im Spiel. Also nicht so, oh ja, hab ich gestorben, sondern wirklich schreit richtig rum wie so ein Ami halt eben. So richtig. Ja, ich wollte ja mit ihm aufnehmen. Reinversetzen. Ja, ich wollte mit ihm aufnehmen. Dann dachte ich so, ja, wir treffen uns im TS und so, machen wir alles aus. Und dann sagt er so, yo, geh in-game. Und dann denke ich so, was? Dann wollte ich mit ihm in-game reden. Er so, ja, ne, kämpfen, yo, los, Viper, los. Und dann denke ich so, what the fuck, Alter. Ich wollte mit ihm ja nicht reden, aber okay. Ja, da haben wir dann Panzerfahren gespielt. Aber lustig. Hat dann in seinem Video, Alexander, dann meine Videospur dann verpackt. Ich den Panzer erwischt habe, so ganz komisch. Ein erster Schuss in den Panzer und gleich direkt ein Volltreffer. Das war echt lustig. War ich voll stolz auf mich mal. Dass man was getroffen hat. In dem Sherman-Panzer. Hab, glaube ich, einen Tiger ausgeschaltet mit einem Schuss oder so. Das war krass. Bist wie im Herz aus Stahl. Ein Schuss. Der Film, ich weiß.
Der ist gut, ja. Meine Freundin letztes Jahr zu Weihnachten Ja, geschenkt. ich fand den überhaupt nicht gut. Echt nicht? Ich fand ihn richtig geil im Kino mit Popcorn und so. Das war ein richtiges, mal Kopf aus und richtig cool gemacht. Das war einfach richtig Soundkulisse, bum bum bum. Es war richtig cool. Ein cooles Ja, das Weihnachtsgeschenk. ist gut. Vielleicht ist die Soundkulisse gut, aber Ja, die Story ist doch scheißegal. Völlig übertrieben. Ist doch egal, ist doch egal. Hauptsache, Nee. Hauptsache, es fliegt alles um die Ohren in dir und dann fünf Leute schalten 1000 Deutsche aus. Wie Star Wars, Ja, weißt genau, das war so ein Ding, das fand ich irgendwie. du? Wie Star Wars halt, weißt du? Fünf Leute gegen den Rest der Imperium oder so. Das ist cool. Irgendjemand hat gerade was geschrieben mit Zelda Maul im Chat, aber ich hab's nicht gelesen. Ja, Captain Virus, das ist das Problem. Sound vom Spiel und Sound vom Stream, beides gleichzeitig geht leider nicht. Hört man mich doppelt? Nee, gar nicht, aber das Spiel hört man doppelt. Ja, Bambuslandung, das kennst du auch. Wenn ihr jetzt gerade runterlädt, das Spiel dann und ihr wollt mit mir spielen, dann wird das wahrscheinlich nichts mehr werden, weil wir machen gleich Schluss. Weil ich mein PC neu machen muss, unbedingt. Das muss schnell wie möglich gehen, weil YouTube wartet nicht. Die wollen immer Videos, Videos, Videos. Das ist schlimm. Deswegen weiß ich halt nicht, wenn du das machen sollst, weißt du? Weihnachten ist, glaube ich, perfekte Zeit. Ich würde es schon vor einem halben Jahr mal machen. Ich dachte so, du bist das Wochenende nicht da, das heißt, du musst es unter der Woche machen, das heißt, du kannst nicht machen. Du musst halt dafür wirklich Urlaub haben. Sonst klappt das nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, weil Windows 10 soll ja schnell gehen, aber ich glaube, die ganzen Programme und die ganzen Einstellungen, die ganzen Spiele unterladen. Uah. Ich kann Gut, die kotzen. Spiele, die gehen ja nicht, wenn du es installierst. Das bleibt ja alles vorhanden. Ja, Kommt ich ja will nicht aber raus. komplett mal alles wipen und alles neu machen, wobei ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall will ich Windows komplett neu machen, also die C-Platte weg, die SSD komplett leeren und dann nochmal neu. Ja, gut, ich denke, wenn du wirklich alles runterlässt, dann brauchst du schon ein paar Tage dafür. Vor Nein, allem, bis du verdammt. das alles an alle Spiele erst runtergeladen hast. Also, das dauert ja ewig, Ja, allein von der Masse her. gut. Ich habe aber genug Zeit jetzt eigentlich in den nächsten Tagen. Bin jetzt am 23. erst weg. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es heute schon mache, die Nacht. Ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall nächsten Tage. Erstmal will ich ein paar Videos machen über die Feiertage, dass da was kommt. Ja, Weihnachtszeit heißt eigentlich auch mal PC aufräumen, neu machen. Das muss sein. 3 Jahre jetzt Meinst schon. du sonst nicht? Es ist halt 3 Jahre schon her, weißt du? Ich habe jetzt nicht wieder gesehen, da gibt es Spiele, die ich gar nicht mehr spiele. Da sind immer noch welche Daten drauf. Zum Beispiel Spin Hast du Tires, so weißt wenig Platz dafür, du? dass du die runterlöschen musst? Nö, aber es sind halt so Konfigurationsdaten, die noch irgendwo rumhängen im System. Weißt du, das muss ja nicht sein. Naja, klar. Nee, ich habe auch so viele Spiele drauf, Lol. also Ist ja ich. doof. Nordisch, ey, der ist ja geil, der Typ. Ich schieße auf sein Panzerfahrzeug, er macht die Klappe vorne auf, ich schieße in den Kopf rein. Er ist ja geil. Er ist ja höher, klopfen da. Brillant. Bumm! Und dann ist der Headshot da. Kannst du nachher da richtig drauf aufziehen. Ist ja ein Neuling, ne? Ist ein Neuling. Dann würde ich ins Wort kicken. Sowas darf nicht passieren. Oh, ihr Fans ist heute von Windows 10 auf Windows 7 gewechselt, weil die Updates nerven. Oh, das ist nicht gut. Ja, stimmt, das sind jetzt Live-Updates, ne? Das kommt ja jetzt einfach so. Gibt ja keine Ja. Update-Pakete mehr. Das ist echt scheiße. Das muss gucken, wie ich das einstelle. Das ist alles wichtig. Wenn du spielst oder was runterlädst und einfach streamst und dann auf einmal kommt so eine Scheiße, das ist nicht geil. Das muss nicht. Aber ich sehe gerade, die Spieler sind manchmal weg, ne? Sind nicht mehr so viele drauf. Naja, gerade Es leert sich langsam. Ja, komm weniger dann. los. Pass auf, dann machen wir so, da lege ich mich jetzt irgendwo hier hin, dass mich keiner erwischt. Achso, ich muss ja eh zeigen, wie das funktioniert mit dem Ding. Komm her, ja, gut, ja, wir gehen mal in die Ecke hier. Ja, Das in die springen. Ecke. Ja, springen wir uns mal hoch los. Als Abschluss. Dass wir jetzt einen Key raushauen können, dann machen wir Schluss. Okay. Ist eh schon nie mehr so spannend, finde ich. Gerade weil weniger viel los. Hast du die Waffe jetzt Ah, weggeschmissen die oder Lady nicht? geht auch schon. Ja. Ja, ist die Waffe jetzt weggeschmeckt? The fuck? Mit Backspace. Was?
Nö, geht bei mir nicht. Nö. Geht nicht. Okay, dann, das ist halt Standardkonfiguration, weißt du, gibt's. Pass auf, gut, Darian, pass auf, guckst du mir jetzt an, ziehst auf meinen Kopf und wir schießen auf drei, zieh mal runter und dann schieß mal, ja? Okay. Zieh du runter, los. Eins, zwei, okay, runter. Drei, zwei, eins. Du hast bei zwei gezielt, Kunde. Du hast bei zwei geschossen, das zählt nicht. Nein, ich hab bei eins geschossen. Ich bei mir stand gerade noch zwei da, okay, egal. Ja, das ist der Leck, weißt du? Ach, der Leck, ja. Dauert immer. So, ja, Moment, Leute. Ich hab keine Granaten. Ich mache erstmal das Fenster zu und dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das funktioniert mit diesem Tool.